herzlich willkommen heute hier in der Arthos.de Kommandozentrale. Ich wollte euch heute einfach mal das monatliche Upgrade mal als Video präsentieren. Und zwar gibt es jetzt neu ab dem 1.11.2011 extra für euch eingerichtet den Arthos.de Fanshop. Im Arthos.de Fanshop zeige ich euch mal eben kurz. Könnt ihr euch alles Mögliche an Pullovern, Cappies, Accessoires haben wir auch noch da, von Taschen, Tassen, Kissen und einiges weiteres, was demnächst noch alles hinzugefügt wird. Es kommen noch von anderen Firmen, gibt es wahrscheinlich demnächst dann auch noch ein paar Branding-T-Shirts zu bekommen bei mir im Shop, beziehungsweise ja, halt die Arthos.de Sachen. Nicht nur die ganz normalen Arthos.de Brandings Klamotten gibt es bei uns, sondern, oder gibt es bei mir. Ebenfalls habe ich auch noch hinzugefügt, ich habe früher auch immer gerne T-Shirts mit verschiedenen Sprüchen gehabt. Kann also hier auch zum Beispiel eins anbieten, muss es nur eben kurz einmal heraussuchen. Und zwar ist es dieses T-Shirt, was hier im Shop zu sehen ist. Das ist eines meiner Lieblings-T-Shirts, weil ich ein T-Shirt mit dem Spruch schon seit ewigen Zeiten habe. Natürlich kommt auch zu diesem T-Shirt noch einige mehr dazu. Das ist jetzt halt nur das erste und es wird dann wöchentlich wird es weitere Upgrades geben zu neuen Klamotten. Also Sprüche technisch. Nicht nur ich werde als Designer jetzt fungieren. Einige andere Leute werden auch konsultiert, dass die ebenfalls noch zusätzlich sich was ausdenken und dann bei mir im Shop präsentieren. Ebenfalls neu auch bei Arthos.de sind auch die neuen Kategorien, die jetzt mit hinzugekommen sind. Sei es zum Teil die Projekte, die dort jetzt veröffentlicht wurden und was halt jetzt momentan das Shattered Red Light Projekt gewesen ist. Demnächst kommen natürlich auch noch einige Produkte dazu. Ebenfalls wird jetzt die Testberichte für von Cooler Master CM Storm, die ganzen Testberichte werden dort jetzt demnächst auch einfließen, genauso wie von einigen anderen Firmen. Dort gibt es dann halt neue, auch wieder eine neue Kategorie auf der Webseite. Und es wird in nächster Zeit immer noch sehr, sehr viel an Umbauarbeiten stattfinden. Wie man auch schon gesehen hat, ist auch ein neues Foto mittlerweile auf der Seite drauf. Vieles andere wird ebenfalls noch gemacht. Wie ihr seht, bin ich momentan auch viel alleine am Arbeiten, habe aber trotzdem noch ein großes Team im Hintergrund, was mir wirklich sehr, sehr hilft. Da möchte ich an dieser Stelle mal eben noch mal kurz ein Dankeschön an die Leute richten. Und weiterhin wird alles aktuell bleiben für euch. Ich werde natürlich weiterhin versuchen, die besten News für euch rauszuziehen, um sie euch präsentieren zu können. Und ebenfalls auch noch sehr gewünscht ist, dass mehr Aktivität auf der Facebook-Seite von Arthos.de zu sehen ist. Momentan bin ich da recht alleine, was die Postings angeht. Ich habe auch noch zwei zusätzliche Admins mit dabei, die aber leider nicht die Zeit dafür aufbringen können, noch zusätzlich was mit den News zu machen, weil die anderweitig halt in die Webseiten mit integriert sind. aber wie gesagt, es wäre wirklich nett, wenn ihr da noch ein bisschen mit unterstützen könnt. Eine kleine Sache möchte ich noch mal eben kurz noch dazu erwähnen. Und zwar der Arthos.de Fanshop, der jetzt zum 1.11. hier aufmacht, wie bereits schon gesagt. Unter den ersten 10 Leuten, die etwas dort bestellen, wird noch eine kleine Verlosung stattfinden. Ja. Und was das letzte Gewinnspiel angeht, da braucht ihr keine Angst zu haben, es ist nicht vergessen worden. Ich warte da in dieser Sache immer noch auf CM Storm, dass mir die Gewinner übermittelt werden und dann geht das Ganze auch weiter. Zum Abschluss noch einmal ganz kurz. Ich würde mich natürlich immer noch wahnsinnig darüber freuen, wenn es Interesse daran gibt, wenn einige Leute ebenfalls mit in das Team von Arthos.de einsteigen möchten. Einige Leute sind ja schon mit dem Team drin. Und wer das möchte, ganz einfach bei mir über das Kontaktformular, was auf der Webseite halt ist. Zeige ich es eben kurz. Geht ihr hier einfach auf die Kontaktanzeige. Einfach dort alles einmal ausfüllen. Die E-Mail geht innerhalb von ein paar Sekunden, wird sie zu mir übertragen. Und dann ist das auch kein Problem. Also ihr seid auch völlig ungebunden, ihr seid ungezwungen.
Es geht halt letztendlich einfach darum, dass ihr ebenfalls für das News-System mit bei mir mit einsteigen könnt. Ihr könnt halt eure eigenen News verfassen, was ihr gerne möchtet. Ihr könnt dazu auch die passenden Bilder einfach an mich schicken. Da werden wir später dann halt auch Möglichkeit finden, dass das Ganze gemacht wird. Und dann können die News ganz einfach von mir mit eingearbeitet werden. Ja, das war's sonst soweit aus der Artos.de Kommandozentrale. Ich hoffe, der Einblick hier hat euch ein bisschen mal gezeigt, wie hier das Arbeiten vonstatten geht. Wie gesagt, momentan alles überwiegend hier nur von diesem Rechner aus. Es gibt, wie gesagt, noch zwei, drei Kollegen, die ebenfalls noch arbeiten, aber dies hier ist die eigentliche Kommandozentrale. Ja, ich hoffe, es war recht informativ. Zur Seite brauche ich soweit nichts mehr großartig zu sagen, außer dass halt weiterhin permanent Veränderungs- und Neuerungsarbeiten dran gemacht werden und dran geleistet werden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ein Teil des Teams werden. Gut, ich bedanke mich. Das war Artus.de. Vielen Dank.